Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem Tutorial, wie ihr mit Cinema 4D einen Skin animieren müsst. Könnt. Dafür braucht ihr zwei Dateien, und zwar diese beiden. Ich ziehe sie mal kurz. Ah, komm, ich lasse sie hier drin. Halt, die werde ich euch, wenn ich es nicht vergesse, unten in die Beschreibung packen. Ja, wir öffnen einfach diese Datei. Also, ihr braucht übrigens Cinema 4D dazu. Habe ich gerade vergessen zu sagen. Jetzt Cinema 4D Studio 12 ist, glaube ich, mittlerweile 13, aber komm, lassen wir einfach mal so. Dann müsst ihr im Moment wieder hier müsst ihr halt diese Minecraft Skin halt das da reinpacken und hier in diesen Kästchen ziehen, so, da, Moment, die hier einmal so reinziehen. Okay, ich denke das gerade ein bisschen. Okay, das lädt jetzt gerade, warum auch immer, so einfach so mega übelst lange. Normalerweise geht das schneller, aber wahrscheinlich, weil ich Aufnahme bin, und das bisschen gerade überlastet ist. So, dann können wir hier einmal auswählen. Wir wollen einen Custom-Skin, also euren Skin. Ihr könnt natürlich auch den normalen Steve-Skin animieren. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Dingsbum-Skin, machen einen Doppelklick drauf und dann müssen wir als erstes hier unten auf diesem Symbol könnt ihr halt euer euren eigenen Skin auswählen. Dafür müsst ihr dieses Layout haben. Halt. Und dann haben wir das drin. Dann könnt ihr hier noch Second-Hand-Layer aktivieren, halt das Ding hier oben. So, dann, bei mir ist das ein bisschen blöd, da sind die Augen, dann könnt ihr einfach die Augen hier ein bisschen runterschieben, damit ihr die aus Cinema 4D halt nimmt, nicht eure, weil das ist halt 4x4 und so. Und dann könnt ihr den Mund noch ein bisschen lächeln, da, nicht ganz so übertrieben lächeln. So, dann kommen wir auch schon zum Animieren. Hier oben ist nämlich dann einmal so ein Dingsbums, hier so ein Virtual Selector Tag, heißt der. Das ist hier oben direkt neben Kastenmasken. Dann klickt man hier immer auf die Hand. Zum Beispiel. Dann könnt ihr hier mit hoch ziehen. Dann so ein bisschen weiter weg. Nochmal so ein bisschen nach vorne. Und wieder ein bisschen hoch. So. Also mit der anderen Hand können wir zum Beispiel nach hinten gehen. So. Nochmal hoch. So. So, und dann halt noch mal so ein bisschen so eine PvP-Struktur, zum Beispiel halt so Beine auseinander, rechts, so, halt so, wie ihr es vielleicht von meinen Thumbnails kennt. Dann können wir hier noch so ein bisschen Kopf vielleicht nach vorne biegen und so zur Seite und noch so ein bisschen drehen. So, dann können wir vielleicht noch mal den Körper so ein bisschen nach vorne beugen, so. Ja, das hier, das und das solltet ihr am besten nicht beachten, weil so könnt ihr halt euren Skin euch ganz eklig verdrehen. Ja, eigentlich könnte man das so halt auch ganz cool machen, halt so, dass ihr halt so beide Hände direkt am Körper hat, aber das will ich gar nicht, deswegen mache ich wieder so. Ja, dann können wir den, wenn wir hier oben nochmal drauf gehen und ein bisschen runter scrollen, können wir ihn, Moment, hier können wir ihn Rüstung so ansetzen, aber das finde ich jetzt nicht so gut. So, dann können wir hier noch ein bisschen, hier könnt ihr nochmal zum Beispiel so eine Sonnenbrille, die könnt ihr dann halt hoch, Nase, was ich jetzt nicht bevorzugen. Halt so und sowas komisches, also so ein Hut, sieht mega kacke aus. Oder hier so ein Schwert oder ein Pickaxe oder eine Axt, Hoe und Schaufel. Das ist jetzt erstmal noch alles in Stein verpackt. Aber wenn wir das jetzt hier oben rendern, ihr rendert das jetzt, dann wird das nämlich zu einem Eisenschwert jetzt. So. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Also das Rendern, hier unten seht ihr den Fortschritt. Oder halt hier. Hier seht ihr, wie lange das schon braucht. Man sollte eine Anzeige machen, wie lange das nicht mehr braucht. Also wie lange es bis zum Fertigwerden braucht. So.
dauert natürlich ein bisschen. Jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Zack, 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 zack. So, da seht ihr Hashtag Upgrade. Und zwar, der hat jetzt hier ein Einzelbild in der Hand. Dann geht ihr um einfach auf Speichern als das Bild. Geht hier Einzelbild PNG. Ganz wichtig ist PNG, dann, damit der Hintergrund unsichtbar bleibt. Das hier hat das halt als Thumbnail, sonst ist das ein schwarzer Hintergrund und das sieht mega kacke aus. So, dann gehen wir einfach, okay, und dann gehen wir hier jetzt einfach hier auf den Desktop. Gehe ich jetzt einfach mal YouTube, Thumbnails, neu, Vorlagen. Gehe ich hier jetzt einfach mal Skin 8 ein, das müsste mein 8er animierter Skin sein, ja. Und dann gehen wir einfach auf Speichern und dann können wir das Ganze auch schon schließen. Jetzt muss ich noch gleich mal recherchieren, wo ich die Dinger her habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Das ist, wie ihr euren Kanal strukturieren könnt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.